And this we have, one is not so expensive? No, like for 1 kg coming 50,000 dirham. Oh, okay. Yeah, if you like some things, you can mix with anything, with the perfume or with another oil. You can use the white musk. Oder die Leute werden mich wieder haten, dass es dann nicht in Deutschland ist. Und damit hatten wir einen sehr, sehr großen Erfolg, als wir für die gearbeitet haben. Ach, guck mal, ein Watchshop ist hier auch. Interessant. Okay, okay. Aber heute, wir sind nicht da für Uhren, sondern wir sind da für Parfum. Und das ist direkt hier um die Ecke. Willst du den Vlog auch mal begrüßen? Oder? Ah, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, es geht Schlag auf Schlag. Ich sag euch, es ist, ja, wir sind fertig mit dem einen Vlog. Es geht weiter mit dem nächsten Vlog. In diesem Vlog werden wir jetzt erstmal Ajwar zeigen, denn hier ist ein Flagship Store. Aber wir werden auch über Uhren sprechen. Wir werden viel Spaß haben. Bleibt dran. Ja, wenn ihr euch für Uhren und Parfum interessiert, wir werden eventuell auch direkt Momentum mit besuchen. Und jetzt würde ich sagen, geht's mal los. Mal sehen, wo der Kollege ist. All good? Yes. Okay. Hello. How are you? So, wir werden uns mal ein bisschen umstücken und dann ja, werden wir mal ein paar tolle Sachen aufnehmen. Recognize this famous face, yeah? Rajab is with us. This is your shop. Congratulations. Thank you so much, brother. Thank you. And I'm so, so happy to visit me and yeah, to see you. We sell your product. I mean, this is the people in Germany, they love your oils and they love the perfume. And yeah, this is your first shop. Yeah. And also a lot of friends or people from Germany, they came here. They said, oh, we try with Mark, or they coming to try here. And also we said for him, we sell it with Mark in Germany. Yeah, then they like it more. Yeah. If you want to visit him, you can come anytime. This is in the West Inn Hotel. Yeah, in the West Inn Hotel, in the Marina. 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 Yeah, it's a very nice shop. And right now I want to talk about some products which we didn't explain until now. So if we go here, first of all, let's say this is a new line which contains three perfumes. Yeah. They are quite strong. Honestly, they are really strong. We have Neptune, Saturn, and Uranus. What is the story behind it? Yeah, that is Ajwa in the atmosphere. Then we are making like Saturn blend, like blend. Yeah. Mm-hmm. Then Neptune and Uranus. But I choosing from that, it's Uranus, the strong one. Inside, it's Cambodian wood, mix it with leather, and at the top, a tobacco. Ah, tobacco, okay. Yes. Mm-hmm. Good if you have like a meeting or like that, you are use it, stay with you a long time, and will be very attractive smell. Mm. Yeah. Yeah. Also a little bit vanilla maybe inside? Or? Yeah, at the top. Yeah. Yes, have a little vanilla. Mm. Saturn, it's the best seller for here, and also Arabian people, they like it, yes. Yeah? Inside Sparta Rose, mix it with white musk and patchouli. Ah, okay. This is also, it's unisex and stay long time also, because all that, it's Eau de Parfum. This one is also very strong. This one will also last. Strong. Yeah, yeah, yeah. This one will last for a long time. Then the last, it's Uranus with lavender and wood and cinnamon also have. Mm. Also very nice. Yeah. So there's a little bit fresh twist to it with this lavender. The lavender, it's give it the oud, it's not too strong. Yeah. It's broken the oud and give it, it's like not strong. We are talking about with your perfumes always about oud. And you see here the different containers. For someone who don't know, the original form, because you always have it in liquid, the original form of oud is this, right? Yeah. We have a different oud, it's different country and different old. Okay. Different country, we have it oud from Malaysia, Cambodia, India, Vietnam, Philippines, new. Here we have this, is it's Indian oud. It's not old, like 10 years old. Mm-hmm. Okay. Yeah. And this we have, one is not so expensive? No, like for 1 kg coming 50,000 dirham. Oh, okay. Yeah. Okay. Also you can sell, we sell per 12 gram coming 600 dirham. 12 gram stay with you if you are used daily, like 1 month, 2 months. Okay. Yes. Yeah. This for Arabic people, they use every day. Every day. Every day. Every day. This is for every day. We have some things for a special days, like we have here Moroccan oud. It's from this Indonesia. I never
I never, Moroccan wood? Yeah. Never it's, heard. We said here, Moroccan, it's Indonesia, from Indonesia. They said the name Moroccan wood. You know, I think I have one piece, yeah, like this. The difference is this one, what I like is it's really like heavy, you know? Heavy. Yeah. If coming heavy, coming better and coming more oily inside. Really? Yeah. That is better from this one. If coming heavy, like I show you, we have here one, it's special piece. This is, it's coming from India. From Assam, it's 110 years old. Oui, the tree is 100 years yes. old. Yes. Ah, okay. This is like what you said, it's heavy. Heavy, yeah. You sell just the piece itself? Yeah, this is we sell like a piece. How much is the piece? This is 80,000. 80,000? Yes, oh, okay. Only. Because we have here one also, it's from Malaysia. But this, for example, how do you get it? This is, I know it, one person from Saudi Arabia. Private person. Private. He is now 75 years old and he take it from his father. Then he said, okay, I sell it. I sell it, we are take. Then we keep in the shop. Oh, nice. We are, because here in the boutique, we are looking for luxury and some things are different and some things very old. I have. If it's sold, you never get it again. Yeah, you don't have. Like these pieces, you don't have. What is the smell difference between these two? This is, it give you a spicy smell. This is give it strong smell. Mm. Yeah, we will try it and I will show you. Okay, interesting. But if we move on, I mean, you have so many different ones. Here's different. All it's different country. See, this is, it's from Philippines. It's new, coming to the souk like 10 years. Philippines as a country, as this one before, not delivering. No, have it before. But it's coming new. Ah, really? Look, it's very soft and small light. Pieces. Yeah, light. It's light. But this one, interesting. Yeah, this is from Indonesia. Interesting, okay. And I have, this is from Malaysia. This one is more special, right? Yeah, this is more special. It's an extraordinary piece. Like this. Look we at can, this. You can put in this your is office. This is like decoration. Yes. How much is this? This is, we sell it in the box, 250,000. This is the price of a watch. Yeah, like that. Amazing. But we sell it with this. We sell with a ta'if rose, with oil wood. It's collection. It's all the collection for the wood and for rose. Nice. It's coming all together. Okay, so one perfume, we need still a little bit explanation, and this is called Passport. This was one of the, let's say, first releases. Yes. For the brand. It was made for anniversary. Yeah, it's coming for also when we are making it when it's UAE coming 50 years old. Yeah. It's golden jubilee for the UAE. We are making it with Dihen Oud Calakas and also a Ta'if Rose and Royal Amber. The best, you can say it, the best mixed inside. All the people, they said for me, when we are use it, stay for 3 days, 4 days, like that. And all the people, when they use it, they ask him, what is your smell? It's very, this smell you cannot find by any brand. This one is just different. Special. Yeah. Also, if you are like it, you can use it and you can mix it with oud, with bakhur. Mm. Will be also, it's nice. This one. This is inside, this is oil. Very masculine. It this. Ah, this is a base, yeah? Yeah, it's the Calakas wood. Ah, okay. And Royal Amber and a Ta'if Rose. Okay, this is the combination. Yes. Interesting. If we take a look over here, if you remember, you know, when I put order, there was a phase, especially during the summertime, Expo and Love, this one is, it's sold. The incense. Yeah, yes. Incense. What about this one? I mean, Expo, how would you describe this scent? For explanation, what you do is you have a burner and you put inside a little bit of charcoal, then you light it up. Yeah. Yes, just you want it like that. We have here a carbon. Carbon, yeah. Yeah. And burner, then you want the any fire you can make it. And if you pass by in our shop in Düsseldorf on Saturday when I'm there, you will always see this one outside. Here we are put in outside, yeah. Then all the people, they smell it from, you can say, 1 kilo. Yeah. And they coming, they like it, the smell. And this one is, let's say, the entrance level. This one is expert level and yeah. This one is entrance level. This is, example, this is wood number one, number two, number three. You can say number four. Then number five, we cannot make it like that. We are take it, then we make a powder. It's natural powder. Then we mix it with oil. Example, Expo, we mix with vanilla and white musk. Ah, okay. Yeah. And what is Love inside? Love, gardenia flower. Gardenia flower. Okay. Love, it's very fresh. Expo, it's give it little Arabic smell. Yeah. It's spicy, little wood. Not too much. Yeah. Yeah. We don't want more. If you have a small room or small office, you don't want more. Like this, yeah. You can put at the top. Suck.
and then it will burn slowly, like this. And you can use it in your office. You can use it in kitchen. You can use it on the home. Yeah, everywhere. Can use it. Also, some people here they use for clothes like that. Yeah. Then they mix it with perfume. Okay, interesting. Yeah. This one is also available on our website. So if you're interested, we sell it now separate. So you can buy it as alone, and you can also buy it in a set where you get the charcoal, a burner, all in once, and oil is also included in this starter set. The last part of your collection are the oils. Yeah. And the oils, for us Europeans, it's not really common. I mean, we have only perfume spray. Yeah. And I remember the first time when we meet, 2018 or so, then I also bought some oils from you. So this here is meant to, you can mix it, you can apply it as first, yeah. We are use it here usually after the shower. Okay. You take it your shower, after you remove the water, then if you like some things, you can mix with anything, with the perfume or with another oil, you can use the white mask. White mask, this one is our best seller, we just talked about it. It's coming a little thick. White mask, wenn ihr nichts zu Hause habt, white mask ist ein wirkliches Essential. Es kostet 49 Euro, ihr werdet davon sehr lange etwas haben. Ich habe bis jetzt noch nie eine leer bekommen. If you, because the people always ask, if you buy this, this is one tola, right? Yeah, this is one tola. It's coming like 12 grams. For them, they say it looks so little, but I say this is long lasting for... Stay, yeah, if you are using it daily, yeah. 3 months. If you use it daily? Daily. Yeah. 3 months. But if you don't use like daily, you can stay with you 1 year. I have so much, you know, yeah. I never empty one bottle, never. I have so many, you know, this is, yeah. This is a soft smell, you can use every day, but you have something strong smell for special days. For special or, days. Or, yeah, it's too strong, or you can mix it with another smell. We have different oil, we have like rose, gardenia, orchid, amber, black musk, all this is for every day. For us, in our shop, white musk is, let's say, the first one, which we sell best. Yeah. But if we now say they want to enter the Arabic world, Oud Cambodia. Number two we have. Yes, you have this one. We have here in this area, it's different oud and different VIB mix. Yeah. We have Cambodian oud. This is, you can say it's 10 years old, then here 25 years old, then this is here 50 years old, then here you have 75 years old, then 100 years, then Isam it's 150 years old. Yeah. The oud, if coming old, coming better and coming expensive, and yeah, like that. Different, yeah. This is, you have, it's Cambodian oud number two. It's soft and the people, they like it. It's not give headache. What would you say for someone from Europe, because you also met a lot of people? Yes. They are not used to this kind of smell. How would you describe it? If they like it to starting with, they like it to have oud, okay, they can mix oud with white musk together. Ah. They can mix it. Okay. Will be soft, not too strong. Okay. Or they can mix it also, you have the patchouli. They can mix oud with patchouli. Okay. Or they can use it, example, this is oud and they use some from your perfume. I try sometimes. Tell me, what you mix? Let's say with oud. Sometimes if I want have more smell, more smell, and all the people, they ask, what is your smell? Yeah. I use it oud and I use the tiger. Ah, really? Yeah. This in combination? Yeah. Or if you want soft, you can use it this one or flamingo. With oud? Yes. You can mix? Yeah. I can mix it. But oud, I use it on my body and this is on clothes. Ah, schau mal an. Müssen wir mal ausprobieren. Das müssen wir mal ausprobieren. Interessant, okay. You will have a different smell. Okay, interesting. And special smell also. For the future, what can we expect? Do you plan some new products? What can we expect from you? Now we are working for one perfume, new will be here, and we will change also the box and the bottle for UAE passport. Okay. Yeah. So this will be something new. Okay. So I hope I could give you a quick introduction, to the brand. And if you want to look for, let's say, the whole collection, come here. And if you are interested in some of the products, warum spreche ich eigentlich Englisch? Ich kann auch Deutsch sprechen. Schaut gerne in die Beschreibung vorbei, denn da haben wir natürlich alles verlinkt. Die Öle haben wir hier. Wir haben den
den Raumduft da. Und ja, lasst mich gerne wissen, ob euch das Ganze interessiert. Das finde ich ist immer super, super interessant. Leute, kommt hier vorbei, schaut euch das Ganze an. Etwas sehr Seltenes überall. Man sieht hier, ne, Utholz und so weiter. Das Personal ist auch super, super nett. Und ihr könnt, wenn ihr euch für Parfum interessiert, einfach hier mal in Ruhe alles durchtesten. Schaut mal die verschiedenen Öle. Und ja, nehmt euch gerne ein Taxi oder ein Uber, kommt zum Westin Hotel, besucht den. Und dann wird er euch mit Sicherheit einen guten Preis machen. We will be here. Yeah, you will be here. Thank you very much. Yeah, okay. Ja, damit ist der Tag auch schon rum. Wir haben heute zwei Videos gedreht. Es ist 18 Uhr. In Deutschland werden fleißig die Pakete verpackt. Ich habe noch nichts gehört, dass Purple Flamingo da sein sollte. Ach, ich habe es noch gar nicht erzählt. Purple Flamingo soll heute geliefert werden. Wenn das Video online kommt, ist es natürlich schon längst verfügbar. Ihr könnt gerne zu uns in Düsseldorf kommen. Purple Flamingo wird es nur in Düsseldorf vorerst geben. Das heißt, wenn ihr es haben möchtet, eine Mischung aus Orange Flamingo mit Iris. Der teuersten Inhaltsform. Die ist also, Iris ist teilweise teurer als Oud. Genau, Orange Flamingo ist auch wieder on stock. Das heißt, wenn ihr es bestellt, und dann seid besser schnell. Wir haben die Hälfte des Batches schon verkauft und wir haben auch schon wieder reordert. Genau, so sieht's aus. Es war ein sehr, sehr informatives Video. Ich sage euch, wenn ihr euch für Parfum interessiert, es muss nicht immer teuer sein. White Musk, dieses Öl, ist ein Essential. Das muss man haben, ja, wenn man sich für Parfum interessiert. 49 Euro kostet das Ganze und ist wirklich ein super Teil. Und für alle, die etwas ganz, ganz Außergewöhnliches haben möchten als Duft, Passport, UAE Passport, selbst wenn ihr nur die Probe kauft, super, super spannend. So Leute, wir legen los, es ist der nächste Tag. Heute haben wir die Masterclass. Es geht um das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir das schon thematisiert haben, um Personal Branding. Es geht darum, dass man als Person eine Marke darstellt und darum in einem umkämpften Markt, wie beispielsweise, wenn man jetzt eine Bäckerei nimmt oder so, dass man daraus hervorsticht und was man eventuell tun könnte. Wir haben jetzt ein klares Anwender-Case und darauf haben wir das so ein bisschen ausgelegt. Also es geht hier im Wesentlichen um Recruiter. Und da haben wir heute einen Vortrag und wir müssen natürlich ein Parfum auswählen, was auch lange hält. Und da habe ich heute mal Rimal genommen. Spirit of Dubai, ein generelles Dufthaus, welches sehr, sehr stark ist. Und dieses Parfum kombiniert halt Safran, fruchtige Noten, aber auch Oud in einem Parfum. Und Spirit of Dubai, ja, hält für Tage. Und da wir jetzt in einem großen Raum reden werden mit vielen Leuten, habe ich das hier für heute genommen. Der Rest des Tages ist noch ein bisschen unklar. Entweder wir gehen zu Momentum, checken ein paar Uhren ab oder wir drehen mit Anfass. Von dem Kollegen habe ich jetzt noch nichts gehört, von daher müssen wir erstmal warten. Aber wird, denke ich, ein guter Tag. Ich bin ausgeschlafen, jetzt kurz was frühstücken und dann, ja, in einer Stunde müssen wir auch da sein. Alter, was bist du denn für ein fettes Teil? Zieh dir mal rein. Alter, was ziehst du dir da rein? Käse überbackenes Teil. Yo, wir müssen gleich arbeiten, ne? Ist gleich Schlafenstag. Guck mal, Leute, wir machen noch. Soll ich den Leuten den Instagram-Account zeigen von den Katzen? Oder ist es zu traurig? Man kann sich nicht verstecken. Man muss auch zu den. Ach, oder die Leute werden mich wieder haten, dass es dann nicht in Deutschland ist. Das ist die Macht von Social Media. Deswegen machen wir das. Guck mal, nur durch Social Media habe ich das jetzt erkannt. Das ist die Macht von Social Media an all die Leute, die vielleicht auch in so einer Situation sind. Und zwar geht es hier um Cats of San Bernardino. Wir haben einen Instagram-Account und ich muss sagen, wir machen einen sehr, sehr guten Job. Falls ihr auch, sag ich mal, mit, nennt man das, obdachlose, streunende Katzen, Tiere? Ja, also so tierheimmäßig unterwegs seid, schaut euch gerne mal den Instagram-Account an. Natürlich spendet auch sehr, sehr gerne, aber ich finde, die machen einen super, super Job. Und falls ihr ein paar Euro übrig habt, dann ja, schaut bei denen vorbei. Jetzt geht's erstmal kurz zum Frühstücken. Ich habe eigentlich jetzt, muss ich sagen, nicht so viel zu sagen. Wir werden gleich den Vortrag halten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob euch so die Inhalte gefallen. Wenn ihr sagt, euch würde auch sowas interessieren, das können wir vielleicht auch mal auf Twitch irgendwie besprechen. Wenn nicht, dann nicht, ne? Es geht darum, dass man sich selber als Personenmarke etabliert. Einmal am Tag eine Situation herauszufinden, wo ihr sagt, hey, das ist etwas Interessantes, das ist ein Mehrwert. Beispielsweise, ihr habt gerade ein Gespräch gehabt oder ihr habt dies oder sonst irgendwas. Und mehr braucht ihr gar nicht Persönliches zu teilen. Ihr müsst nicht erzählen, dass ihr heute mal aufgestanden seid und mit, ja, einmal Google Ads ausprobiert 2020, war voll der Enttäuschung und ich habe noch nie für Werbung und sowas bezahlt. Ich ist
teilen ist, also das ist unser Alltag, wo ich selber etwas in die Kamera sage. Das mache ich gar nicht so oft. Bei mir steht im Wesentlichen nur die Arbeit. Wir werden euch schon durch die diversen Sachen, die wir auch gleich dort einfach ein Gesicht bietet, weil das macht es leichter, den Marketing leichter. Und wie würdest du das dann direkt antippen? Wie würdest du es danach entkoppeln? Weise gemacht und damit hatten wir einen sehr, sehr großen Erfolg, als wir für die gearbeitet haben. Und immer so ganz, ganz subtil das Einarbeiten und so weiter, dann kannst du dich auch an denen bedienen. Markenname, das kann man auch so, ne? Also wenn der Markenname eine Person ist, in meinem Fall jetzt Marc Gebauer, dann ist der Markteinstieg natürlich leichter und man, es ist leichter im Markt. Bei mir ist es so, wenn ich was plane und ich möchte immer mein Logo drauf haben, die Caption soll passen und so weiter, also wird es... Auch wenn es einem schlecht geht und so weiter, man kann Themen besprechen, auch wir machen Minus und viel Minus, dann machen wir es im YouTube-Video. Und, wie fandst du es? Gut. Ja, das ist doch schön. Ich muss sagen, ich fand es auch. War eine gute Runde. Okay, jetzt sind wir durch. Ich hoffe, ja, wenn du von dem Vortrag was einblendest, vielleicht freut euch das ja. Wir haben jetzt unseren nächsten Termin und zwar, wir fahren zu Tarek. Momentum. Es geht um Luxusuhren. Das heißt, im nächsten Video geht es um Luxus-Vintage-Uhren. Und falls ihr ein Market-Update hören wollt, sehen wollt, dann müsst ihr jetzt ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sind jetzt in ganz kurzer Zeit wieder da mit dem nächsten Video und zeigen euch dann die seltensten Vintage-Uhren. Da durchzugucken ist ein bisschen seltsam. Ist nur 100 quasi fast confirmed produced. Also mega selten. Händler haben sehr viel Inventar gehabt, haben versucht nach dem Boom 2022.